Hallo liebe Rattenfreaks, es ist soweit. Heute ist Donnerstag, der 22. Juni und ich werde heute zum ersten Mal meinen Abschlag mähen. Es haben ja ein paar mir davon abgeraten. Ich glaube, es ist richtig und wichtig, jetzt zu mähen. Es ist gut 2 Wochen her. Mittwoch vor 2 Wochen haben wir die Neusaat ausgebracht auf dem Abschlag. Gucken wir uns gleich an. Ich habe euch gefragt, welchen Rasenmäher soll ich nehmen? Ihr habt abgestimmt. Ich gucke jetzt live und online bei YouTube rein. Jetzt ist Schluss. Jetzt muss ich ran. Also heute Morgen kam das Video. Welchen Mäher soll ich nehmen? Jetzt geht's los. Ich gucke auf meinen Community-Button. Und es haben abgestimmt 746, vielen Dank, 746 Stimmen und, ich muss das mal, ich weiß nicht, ob du es reinkriegst. Kriegst du es rein? Ja. So, und vorn liegt der Brill-Handspindelmäher. So, jetzt hoffe ich wirklich, dass er scharf ist. Wir werden gleich nochmal den Schnitt testen, sonst muss ich ihn auch irgendwie nachschärfen. Und dann werden wir den guten alten, den uralten Brill-Handspindelmäher nehmen von meinem Papa. Und damit werde ich das erste Mal jetzt meinen Abschlag mähen. Viel Spaß dabei. Aber ein interessantes Ergebnis. 46% Brill-Handspindelmäher. Dann dicht auf Swordman Elektra mit 17%, Sabo Sichelmäher 15% und tatsächlich der Stiel-Freischneider mit der Kreiseschere 16%. Ja, interessant. Der Brill ist nicht schlecht. Keine schlechte Idee. Wir wollen ja möglichst die Fläche jetzt nicht groß belasten, also nicht so stark auf den frischen Mutterboden draufdrücken, die Helmchen nicht zu stark runterdrücken. Gut beim Handspindelmäher, beim Brill-Handspindelmäher, ideal Luxus 38, ist, dass er vorne keine Rolle hat, dass er vorne also das Gras erstmal nicht runterdrückt, sondern gleich die Spindel kommt und das Gras abschneidet. So, aber wir müssen ihn nochmal einstellen, die Höhe einstellen und vor allen Dingen den Schnitt kontrollieren. Und das machen wir jetzt. So, ich habe jetzt hier ein 70er Graspapier, ein sogenanntes Graspapier. Tatsächlich ein Papier, was aus Gras hergestellt wurde. Und jetzt, Achtung, bist du dran? Jetzt schauen wir mal, ob er schneidet. Wow. Sensationell. Also dieser alte Mäher. Leute, es ist ein Traum. Ein Traum. Funktioniert. Ist einwandfrei. Super. So, das ist schon mal gut. Jetzt gucken wir noch mal nach der Schnitthöhe. Hier hinten haben wir eine Skala. Da steht, jetzt, das wären jetzt 25. Wie kann ich das jetzt kontrollieren? Im Grunde genommen, auf jeden Fall ist er auf beiden Seiten nicht gleich. Jetzt ist er gleich. Auf beiden Seiten gleich eingestellt. Wir schauen einfach mal. Kommt mit, jetzt schauen wir uns erstmal die Fläche an. Ja, sie ist nicht perfekt. Also wir haben noch ein paar lichte Stellen noch. Ist noch lange nicht dicht. Das sieht nicht gut aus. Wir haben viele Unkräuter und leider auch ein paar Fremdgräser drin. Aber teilweise sind die Halme schon richtig hoch. Und ich messe jetzt mal ganz primitiv. Wir haben bereits hier längster Halm 8, 7,5. 6 bis 7. Hier die kleinen Halme sind so bei 4-5 cm. Es wird höchste Zeit, jetzt die oberen, die langen Helmchen abzuschneiden, damit das Gras unten wieder neue Halme bildet. Das ist ja das Fantastische bei Gras. Man schneidet es oben ab, man schneidet oben das längste Blatt ab und sofort bildet die Pflanze
unten neue Blätter, und zwar unten am, ja, am Wachstumsknoten, wenn das jetzt richtig ausgedrückt ist. Das heißt, die Pflanze geht jetzt in die Breite und dadurch wird natürlich die ganze Fläche dichter. Ich werde jetzt nochmal düngen. Ich habe es am Anfang gedüngt mit einem schnell wirkenden Dünger. Da hat mich Christian von Grasshopper so ein bisschen den Schwitzkasten genommen. Er sagte, Andreas, dieser schnell wirkende Dünger, den hast du jetzt weggespült. Die Wurzel hatte überhaupt nicht die Chance, an den Dünger ranzukommen. Du musst jetzt, wenn die Pflanze da ist, nochmal düngen. Also ich werde jetzt nochmal düngen. Mit Combo Fertile Speed, also einem schnell wirkenden Dünger, um jetzt der Pflanze Kraft und Power zu geben, um jetzt ja schnell dicht zu werden, hier die Fläche. Aber insgesamt, bis auf diese ganzen Fremdgräser hier, sieht das schon gar nicht schlecht aus. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie die Fläche reagiert auf den ersten Schnitt. Also wir haben, wie gesagt, so um die 7 bis 8 cm, ein Drittel. Also bei 9 cm wären es 6 cm, also zwischen 5, ja, so auf 5 cm kann ich schon runtergehen. Und das schauen wir uns jetzt am Rasenmäher mal, am Spindelmäher an, wie der eingestellt ist. Ja, also ich kann jetzt einfach mit dem Zollstock hier auf der ebenen Fläche hier bis zum Untermesser messen. Und das ist tatsächlich ziemlich genau 2,5 cm. Also das heißt, diese ist Wahnsinn, diese Anzeige. Ja, da komme ich nicht ganz so gut hin. Da ist ein bisschen Schatten drauf. Schatten weg. So. Das ist ziemlich genau 2,5. Also wir müssen deutlich höher. 1,5. 1, 2, 3, 4,5. Muss ich fast ganz hoch gehen. So. 5 cm haben wir gemacht. Wir könnten bei 6, 7. Ein Drittel von 6 wären 4, aber 5 ist gut. Komm, wir machen das erste Mal 5. Halb, 1, 2, 3, 4, ein halb, ungefähr genau. Das muss jetzt nicht auf einen Millimeter passen. Andreas, das sieht doch gut aus. Messen, 4. Na gut, dann gehen wir noch ein bisschen höher. Okay. Einen habe ich noch. Geht überhaupt noch höher? Ja, ein höher geht noch. Also dann machen wir da hin. Fast ganz raus. Boah. Ja, siehst du? Interessant. Oh, ich schwitze, Leute. Das ist eine brütende Schwüle. Eine brütende Hitze, eine schwüle Luft. So, das haben wir hier. 4, 4. 4, 5. Komm, lass die Kirche im Dorf. So. Du machst nicht einfach nochmal nach, oder? Doch, ich bin der Freak. Ich bin der Freak. 4, 5. 4, 5. Also 4,5, viel höher geht gar nicht. Kann man sehen, die Profigeräte aus der Vergangenheit. So. Okay, also hin da jetzt. Schnell! Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute den 22. Juni 2023 und der Rasenfreak wird zum ersten Mal den sensationellen Abschlag auf seinem Rasen, auf seinem Grundstück. Fang endlich an. Ich fange ja schon an. So, Attacke. Er schnibbelt was ab. Ganz leicht, ganz fein. Nur die Spitzen. Das ist nicht viel. Das ist nur ein Anfang. Kommt kaum was runter.
Aber das hat natürlich seinen Schnitt jetzt. Nur die äußersten Spitzen. So, Freaks. Man merkt, ne, wie das Gras sich schwer tut mit dem Betreten. Es bleibt also ein bisschen liegen. Es legt sich so ein bisschen zur Seite. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie in den nächsten Tagen der Rasen, der Grashalm auf diesen Schnitt reagiert. Da ist noch einer. Der muss noch weg. Zack. Na komm. Zack. Ja. Zack. Gut. Yeah. Danke fürs Zuschauen.